Hey Leute, David von iDesignisch hier und jeder, der mal mit 3D anfängt, der kommt nicht um das obligatorische Donut-Video rum, weil es gibt ja für jedes Programm gefühlt ein Donut-Tutorial. Und hier ist es meins für Cinema 4D. Ja, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und zwar machen wir uns erstmal einen Ring. Den Ring machen wir erstmal, also wie wir wollen. Wir gehen erstmal auf Radius 100, also die Hälfte. Und bei Segmenten machen wir die mal gleich. Das heißt, haben wir hier 36, machen wir auch mal 36. Wenn ihr die Polygone, also quasi das hier nicht sehen könnt, die Polygone, dann geht ihr auf Darstellungen und Grow Linien. Dann habt ihr Linien. So, ansonsten würde ich sagen, was ist soweit? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da und ein Like. Und bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß natürlich nicht. Wir wollen als nächstes, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, wenn ihr Bäcker seid, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und zwar dieser Ring hier außen, der ist ja nicht so rund, sondern der ist so ein bisschen flach. Genau, und das wollen wir natürlich erstellen. So, deswegen nehmen wir uns erstmal bei MoGraph einen Effektor, und zwar den Simple Effektor. Den ziehen wir uns dann unterhalb des Ringes. So, dann zeige ich euch das erstmal. Und zwar gehen wir erstmal in Deformation. Sehen wir erstmal, wie das denn deformiert werden soll, also wie das sich verändern werden soll, weil der Simple-Effektor, der beeinflusst halt das Objekt. Deswegen gehen wir von aus auf Polygone. Und jetzt sehen wir, ist natürlich ein bisschen groß. Das liegt daran, weil wir die Werte nicht verändert haben. Das heißt, wir gehen hier auf die Parameter und haben wir die Achse, wenn wir die verschieben, sehen wir, ah, es tut sich was. Das wollen wir aber auf 0 haben. So, und jetzt, wenn wir theoretisch hier mal rumspielen, sehen wir, ah, okay, es wird skaliert. Jetzt wollen wir es aber nur, dass die Mitte skaliert ist. Deswegen machen wir folgendermaßen: Wir gehen auf Abnahme, nehmen uns hier, also halten gedrückt, nehmen uns hier den Würfel und dann gehen wir auf die mittlere Maustaste und wählen uns den Würfel an, dass wir hier die Punkte haben und ziehen den uns entsprechend größer als der Ring. Dann ziehen wir uns das hier auch nochmal von der Mitte, also von oben her, dünn, sage ich mal. Und jetzt passiert folgendermaßen, wenn wir auf unseren Simple gehen, auf Parameter und uns die Parameter hier ändern, sehen wir, ah, es verändert sich was. Das ist also prinzipiell. Ja, so wird mir das eigentlich schon mal ganz gut erstmal gefallen vom Anfang. Jetzt sehen wir aber, ist noch ein bisschen zu groß für mich. Also ziehen wir uns das einfach noch mal ein bisschen kleiner. Ich denke, so sollte eigentlich okay sein. Dann sehen wir uns, machen wir das noch mal ein bisschen größer. Ich denke, 10 sollte soweit okay sein. Wir können bei Effekto, können wir bei der Stärke auch dasselbe noch mal ein bisschen umspielen, wie stark das sein soll. Deswegen machen wir es mal auf 90. 90 ist soweit okay. So, jetzt was wir uns haben, wenn ihr gemerkt habt, aufgepasst habt, seht ihr, dass in der Mitte dasselbe ist, also außen. Das war aber halt nicht. Deswegen gehen wir hier wieder auf unseren Simple. Gehen wieder auf Abnahme und nehmen uns hier in den Falle diesmal eine Kugel. Was ihr eben nicht sehen könnt, dass die Kugel den Würfel überlappt. Das heißt, wenn ihr jetzt theoretisch die Kugel rausziehen würdet, würde das verschwinden. Das wollen wir nicht. Deswegen lassen wir es einfach so, wie es ist. Und in der Mitte ist es wieder rund. Nur außen haben wir jetzt diesen schönen Ring. Jo, dann wollen wir uns das Topping machen. Nennen wir das hier mal Donut. Donut.
So, das Topping geht folgendermaßen. Und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt theoretisch einen Würfel nehmen, den euch zurecht machen von der Größe her und den darauf klonen. Allerdings einfacher geht es. Und zwar, wenn ihr hier auf Murgraph geht und auf Matrix, ist im Endeffekt dasselbe. Das heißt, ihr habt quasi ganz viele Würfel hier. Das besteht alles aus Würfeln. Und ihr habt quasi schon als Modus, könnt ihr entscheiden, was ihr denn damit anfangen wollt, wie beim Klonobjekt. Deswegen, wir gehen auf Objekt und ziehen uns unser Donut hier rein. Und jetzt sehen wir, ah, es hat sich schon was getan. Jo, jetzt machen wir uns allerdings ein bisschen mehr. Und zwar anstatt 20 machen wir mal, ja, 2000. 200, 2000. Okay, machen wir mal 3. 1, 2, 3. Okay, das ist soweit in Ordnung. So, prinzipiell, das ist schon mal gut. Allerdings wollen wir natürlich nicht, dass es alles voll ist. Deswegen machen wir im Endeffekt dasselbe mit den Simple Factor, was wir gerade auch gemacht haben. Das heißt, wir gehen hier bei Matrix, halten das gedrückt. Gehen dann auf Mograph, Effector, Simple. Jetzt ist halt der Unterschied, ihr müsst es nicht mehr darunter ziehen, weil hier steht hinten Effector. Das heißt, die ganzen Effektoren, die ihr anwendet, fliegen automatisch da rein. Wenn ihr es angewählt habt. Wenn nicht, müsst ihr einfach per Drag and Drop, könnt ihr es einfach reinziehen. So, allerdings gehen wir hier bei den Werten. Wo haben wir es? Die Parameter machen wir die auf 0. So, jetzt machen wir quasi dasselbe wie gerade auch. Das heißt, wir nehmen bei Abnahme einen Würfel. Den ziehen wir uns entsprechend lang. Na. Wir wollen natürlich nur den Würfel lang ziehen. Wo haben wir das da? So, ungefähr so. So, jetzt ist es aber so, weil wir wollen ja nur das als obere Schicht haben. Deswegen gehen wir hier bei Simple, ja, bei unseren Simple. Gehen wir auf Parameter und gehen auf Sichtbarkeit. Das heißt, es ist nur das sichtbar, was in dieser Box ist. Deswegen nehmen wir hier die Box und ziehen die uns, können die uns jetzt verschieben. Heißt zum Beispiel machen wir das so. So, das sieht doch schon mal besser aus. So, jetzt wollen wir das natürlich ein bisschen noch abgesmoost haben. Deswegen, wir nehmen uns einfach dazu ein Volumenerzeuger und packen unser Matrix hier rein in den Erzeuger. So, das ist jetzt ein bisschen noch zu grob. Das heißt, wir gehen auf unser Matrix. Jetzt können wir zwei Sachen wählen. Und zwar einmal halt den Radius von der Dicke quasi, weil der erzeugt das Volumen, so wie der Name sagt. Als beispielsweise wir können mal auf 10 gehen, ein bisschen kleiner haben. Und das ist die Größe der Würfel. Das heißt, wir gehen mal auf 2. So sieht doch schon mal ganz gut aus. Weil wenn wir jetzt theoretisch mal auf, ich probiere mal einfach aus. 2, naja, okay, da seht ihr, okay, das ist nicht so toll. Das müssen wir dann wirklich auf 5 machen. Auf 10 machen, sorry. Ja, wir lassen es aber mal auf 10. Okay. So, jetzt wollen wir das ein bisschen absmoosen. Und zwar hier steht glätten. Das heißt, wir glätten das ein bisschen. So, voilà. Sieht doch schon mal eigentlich ganz nett aus. So, als nächstes können wir jetzt noch ein bisschen mit unseren Werten ein bisschen spielen. Das heißt, wir können hier den Radius, hatten wir ja gerade noch auf 2, ja, da müssen wir wirklich noch, okay, kommen wir nicht drum rum. Ist schon okay.
Ja. Ich glaube, soweit. Ja, den Rest machen wir. Wir können hier natürlich, wenn wir auf Glätte gehen, können wir die Glätte auch nochmal beeinflussen. Also wenn ihr hier ein bisschen wie gesagt rumspielt mit den Werten, die Größe machen wir mal, gucken wir mal 1. Okay, also könnt ihr euch entscheiden, was ihr gerne mögt. Ich probiere mir mal 3. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht so mit rumprobiert, muss ich gestehen. Aber okay, 2 passt wohl ganz gut. Ja, okay. Lassen wir es erstmal so. So, und ihr könnt natürlich, wenn ihr eure Box habt, könnt ihr die natürlich weiterhin quasi, wenn ihr hier mit rumspielt, also wenn ihr die Box verschiebt, könnt ihr halt auch das Topping oben, also die Glasur, sage ich mal, ein bisschen verändern. Jo, das nennen wir jetzt einfach mal Glasur. Das heißt, wir wählen es an, also selektieren. Dann halten wir STRG gedrückt, dass wir halt alles mal ein bisschen anselektiert haben, bis auf den Donut. Gehen dann auf Alt und G, damit wir eine Gruppe haben. Und geben dem Namen, nehmen wir mal Glasur. Denn als nächstes machen wir uns jetzt, ja, das eigentliche Topping, diese Streusel oben. Ihr könnt dafür eigentlich alles nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt Perlen nehmen, ihr könnt alles. Weil im Endeffekt sind es nur, ist nur raufgeklont. So, aber was ich sagen wollte, war, genau, ihr könnt es verändern, wie ihr wollt, wie schon gesagt. Und irgendwas wollte ich gerade auch noch dazu sagen. Hab's aber vergessen, kommt bestimmt gleich wieder. Ach so, genau. Wenn ihr das jetzt rendert, seht ihr nichts. Jo, das liegt nämlich daran. Und zwar, weil ihr müsst das hier, diese Glasur, in den Mesher tun. Volumen Mesher. Das heißt, er macht daraus einfach ein Mesh. Jo, das Mesh könnt ihr natürlich, weil es ist quasi so wie Subdivision Surface. Quasi macht er halt einfach sehr, das Mesh natürlich sehr engmaschig. Ihr könnt es natürlich noch bestimmen. Und zwar, wenn ihr hier einfach mal, also wählt es an und hier an den Werten einfach mal ein bisschen rumspielt. Heißt beispielsweise, gibt mal 1 ein. Okay, 1, okay. Nehmen wir mal 2. Okay, 3. Nee, okay, lassen wir bei 2. 2 ist schon in Ordnung. Ja. So, wie gesagt, als nächstes, weil jetzt, wenn ihr es rendert, habt ihr das Topping oben. So, als nächstes machen wir, wie gesagt, unser Streusel. Ich mache da jetzt einfach so klassische Streusel. Das heißt, ich nehme mir, wo haben wir es? Eine Kapsel. So, die ziehen wir uns jetzt irgendwo erstmal hin. So, mit der Kapsel, die machen wir uns natürlich etwas kleiner. Da müssen wir gleich mal gucken, ob das vielleicht passt. Also von der Größe her meine ich. Okay. Okay, gucken wir mal, wie es passt. So, als nächstes, dann nehmen wir uns Moongraph. Ups, sorry. Nehmen wir dann auf. Moongraph. Klon. Ziehen unsere Kapsel hier rein. Dann gehen wir bei Modus auf Objekt. Ziehen unser Mesher rein. Und wie wir sehen können, das sieht auch schon mal ein bisschen nach was aus. Aber in der Tat, die Streusel sind ein bisschen lang. Heißt, wir ziehen uns das einfach wieder mal kurz raus hier. So. Schauen wir mal. Ja, okay, gut, das könnte ich noch. Bei Klone machen wir allerdings Anzahl, machen wir mal 4000.
100.000. Das könnte natürlich von der Performance ein bisschen doof sein. Okay, das ist ein bisschen krass viel. Dann machen wir mal 2, 1, 2, 3. Ja, immer noch ein bisschen. 1, 2, 3. Ja, okay. Das sieht eigentlich schon okay aus. Machen wir mal 500. Ja, zwischen 500.000, irgendwas sowas. Wie gesagt, ihr müsst auch keine, nicht das Objekt nehmen. Ihr könnt auch einfach eine Kugel nehmen oder so. Dann sieht es so aus wie so Kugeln halt. Aber gut. So, jetzt wollen wir halt natürlich nicht, weil jetzt sind halt, jetzt ist es ja überall geklont. Das heißt, auch hier hinten. Das wollen wir natürlich nicht haben. Das sieht natürlich blöd aus. Heißt, wir machen im Endeffekt dasselbe wie auch immer mit unseren Simpeln. Das heißt, wir gehen auf MoGraph, Effector, Simple. So, gehen auf Simple, machen natürlich die ganzen Koordinaten weg. So, dann Abnahme, machen uns einen Würfel. Den Würfel machen wir uns. Na. Da muss ich mal kurz reingucken. Den Würfel ziehen wir uns, wenn ich die Punkte sehe. Hier. Ziehen wir uns entsprechend lang. So. Ungefähr so passt das schon. So, und wir gehen wieder auf sichtbar. Wo hatten wir das gerade gehabt? Es wird spät, da sichtbar. Denn wenn wir uns jetzt unseren Simple, also unsere Box, sorry, nehmen, hochziehen, dann sehen wir, nur bis zu diesem Schritt quasi wird halt geklont. Deswegen, weil das ja nur oben ist, machen wir es ungefähr hier. Und das passt soweit schon. So, rennen wir mal. Okay, ja, sieht doch wie gesagt schon mal ganz in Ordnung aus. So, jetzt können wir das Ganze nochmal selektieren, also alles auswählen, Steuerung G drücken. Und okay, das war vielleicht doch keine gute Idee. Okay. Okay, gut, egal. Also, würde ich sagen, ansonsten fehlt es irgendwas. Wenn es euch irgendwas auffällt, was ihr noch gerne dazu haben wollt, könnt ihr mir es gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich denke mal, jetzt sind wir schon am Ende. Was ihr halt machen könnt, weil der Donut jetzt halt ein bisschen eckig ist, ihr könnt jetzt einfach unser Subdivision Surface nehmen und den Donut da reinhauen. Heißt, wie ihr sehen könnt, er wird jetzt halt schön smoothie gemacht. So, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt die ganzen Würfel hier beliebig ändern mit den ganzen Toppings. Könnt ihr halt alles nochmal entscheiden. Und das natürlich alles anpassen. Was auch ganz cool ist, ihr könnt es ehrlich gesagt auch halt den Würfel an sich verändern. Weil, wenn ihr das jetzt beispielsweise hier so gerade habt, dann habt ihr nur auf der einen Seite Streusel und nicht alles. Ist wie gesagt ein bisschen Designfrage, Geschmackssache, wie ihr das am besten essen mögt. Ansonsten, wie gesagt, war es das. Ich hoffe, es hat euch doch gefallen. War ein bisschen längeres Tutorial, sorry. Aber ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal.